Warum musst du uns denn immer ein Dorn im Auge sein? Hm? Was? Wo war ich? Tiny war ein guter Junge. Er hasste alles und jeden, aber er hatte trotzdem ein gutes Herz. Sei nächstes Mal netter zu meinen Handlangern. Ich glaube nicht. Warum musst du uns denn immer ein Dorn im Auge sein? Tiny war ein guter Junge. Er hasste alles und jeden, aber hatte trotzdem ein gutes Herz. Das hat so ein bisschen was wie, er war AfD-Mitglied, aber er hat trotzdem alle geliebt. Irgendwie so. Ja, das ist doch ein Widerspruch an sich, ich bitte dich. Gutes Herz haben, aber trotzdem alle hassen, das passt doch nicht. Ah! Zeit für nackte Haut. Yeah, we want and everything. But a good heart, unless, glaube ich, hat er mir eben schon gesagt. Das ist ja in der NTSC-Version, die du ja in den Streams gespielt hast, hast du ja herausgefunden, dass die Zauberer da nicht in Badehose, in Unterhose zu sehen sind. Ne? Da verschwinden die ja direkt. Genau. Richtig. In der japanischen Version übrigens ja, auch. Ja, die stehen nicht so auf nackter Haut, glaube ich. Gerade die. In der Ancient Trilogy wiederum ist es denn so, dass die nur in Unterhose zu sehen sind, wenn man sie mit einer Bazooka abschießt. So, die Nitro lassen wir mal in Ruhe. Die sind ja auch seit Crash 2 erst dabei. Ne? Im Original. Ich hoffe, dir passiert hier nicht das Unglück, das mir schon öfter passiert ist bei Entropy, dass du denn, ja, dass das Spiel dann einfach abstürzt, wenn du denn in der letzten Phase Entropy schlagen. Das ist mir im Original-Let's Play passiert, weißt du das noch? Da habe ich nicht gespeichert, weißt du das noch? Ja, du musst nochmal nachspielen alles, ne? Ich weiß gar nicht, hatten wir dann nicht sogar denn in der Zeit erstmal so eine kleine Aufnahmepause? Ja, das kann sein, ich glaube schon. Ich kann mich daran noch sehr gut erinnern. Danke, Rick, ja. Unvergesslich. Damals. So. Die Hühner kann man ja auch mit der Bazooka wegschießen. Das habe ich als Kind zu gerne gemacht. Mit der Bazooka immer schön auf die Hühner rauf. Oder was ja auch geht, ist bei Tomb Time auf die Augen der Sphinx schießen und dann bekommt man jeweils zwei Leben. Ist was anderes. Das ist der Kopfschmuck. Nicht die Augen. Kann ich ja später mal im Let's Play zeigen. Ja. Und das, was du gerade eben gemacht hast mit dem Vorstoß, habe ich als Kind auch immer zu gerne gemacht. Ich finde das immer so geil, wenn man die Gegner so richtig schön in ihr eigenes Verderben führen kann. Ist ja auch bei, zum Beispiel bei Grog Legend of the Goblins zum Beispiel, da ist es ja auch so. Da gibt es so ein Bonus-Level und da gibt es so ein paar spezielle Schergen. Die kann man so nicht auf normale Weise töten. Die kann man nur auf eine Weise töten, indem man sie nämlich in ihr eigenes Verderben stürzen lässt. Also die haben da so eine Brücke, besteht aus Kisten. Wenn du eine davon zerstörst, dann fallen sie da runter. Und dann erstmal ihr Gesichtsausdruck dabei. Und dann dieses... Das ist so geil. Jedes Mal. Da lache ich mich jedes Mal kaputt, wenn ich das höre. Ich mochte ja immer die Lache von den Dantinis, wenn die da hinter einem herren. Ja, genau. Auf Grog hätte ich auch mal wieder Bock. Grog 1. Grog 2 spiele ich ja nicht. Ne? Ja. Das hat ja der. Genau, der Alex Flattermann 85, der ja auch noch zu Gast sein wird. Ne? Er ist der zweite bzw. dritte Gast, denn es wird ja auch noch ein weiterer Gast dazukommen. Ne? Die Vanessa nämlich, die Princess Bandicoot, die wird auch noch dabei sein. Entweder in der zweiten oder in der dritten Aufnahme. Wieso habe ich zwei Kisten vergessen? Wo habe ich bitte zwei Kisten vergessen? Rick! Das wäre bitter, wenn du die in der Bonusrunde liegen gelassen hättest. Was meinst du jetzt? Ja, die zwei Kisten, aber ich weiß jetzt nicht, ob dem so war. Kann ja eigentlich nicht sein. Ich habe ja eigentlich alle gehabt. Und die beiden, die Trampolinkisten. Klar, die Trampolinkisten habe ich vergessen. Glaube ich. Weißt du, hinter diesen blauen Kisten, weißt du? Die habe ich vergessen wahrscheinlich. Die vergesse ich zu gerne. Ich weiß nicht, warum das so ist. Die vergesse ich gerne. Ich weiß es nicht. Ich renne jedes Mal zurück, denke mir so, ja, ich nehme die blauen einfach mal mit und das war's dann. Ja, Pustekuchen, die musst du auch noch mitnehmen. Scheiße. Solange sich das Zurückrennen noch ein bisschen lohnt. Hier im schönen Milka-Level. Na, hat man mal so ein bisschen Zeit für einen Smalltalk, ne? Ist auch nicht verkehrt. Genau. Und vor allem, man kann auch mal sehen, wie gut ich mir so ein Level merken kann. Jo, das waren die Trampolinkisten.
Ach, tatsächlich. Sag ich doch. Manchmal habe ich auch mal recht. Das ist mir aber auch so selber null aufgefallen, dass du daran vorbeigelatscht bist. Ja, ich bin da extra vorbeigelatscht, um die Überraschungskisten mitzunehmen. Das Problem bei diesen Kisten ist ja, weißt du ja selber, dass sie nach einer Zeit anfangen, sich zum, in Metallkisten zu verwandeln. Und da kann man sie ja nicht mehr zerstören. Mhm. Und da habe ich mir das dann immer angeeignet, dass ich immer die zuerst mitnehme und dann erst die anderen vier Kisten, die dahinter sind. Also bloß das Problem ist, dabei habe ich mir dann leider auch angeeignet, wie jetzt gerade eben, die Trampolinkisten zu vergessen. Ist ein bisschen doof, aber naja, gut. Ja, durch die Speedruns habe ich es mir sowieso irgendwie nicht großartig noch angewöhnt, Kisten zu sammeln, weil die brauchte ich da ja nie. Weißt du, was jetzt ärgerlich wäre? Kurz vorm Ziel und dann stirbt man. Und dann nochmal zurücklatschen. Geil. Genau. Das wäre richtig ärgerlich. Aber gut, wir haben den Edelstein. Sehr schön. Danke. Wunderbar. Auf Wiedersehen. Aber hin, wir haben ja schon mal ein bisschen was geschafft, Rick, ne? So ist es ja nicht. Das stimmt auf jeden Fall. Gibt es denn einen Leveltypen in Crash 3, den du so überhaupt nicht magst? Also ich wüsste da ein Level zum Beispiel. Also wenn die Fluglevel, dann tatsächlich nur Mad Bombers, weil Bye Bye Blimps finde ich ziemlich okay. Warum? Aber sonst, müsste ich gerade mal überlegen, die Motorradlevel finde ich eigentlich immer ganz schön. An den Jump'n'Run-Leveln habe ich sowieso eigentlich nie was zu meckern. Die Jetski-Level gehen auch ziemlich okay. Bist du dir da sicher? Du hast... Jo. Also auch sowas wie Hot Cup. Was? Rick! Ja, ich hab da ja so meine Route und dann fahre ich die einfach ab und fertig. Er hat seine Route. Es hört sich so an, als wärst du ein Taxifahrer. Jo, ich hab meine Route und die fahre ich ab, ne? Wo fahr ich denn? Hol ich hier immer die Gäste ab und fahr die dann an meiner Route lang. Ist egal, ob die da hin wollen oder nicht. Die müssen dann irgendwann aussteigen. Falscher Job, mein Freund. Dienstleistung hier wird nicht, ich nehme nur zwischendurch Leute ein bisschen mit. Ich liebe es auch, diesen Typen da runter zu schubsen, ne? Das habe ich als Kind auch immer zu gerne gemacht. Jedes Mal dafür sorgen, dass der da runterfällt. Die Stelle ist auch mies hier. Mit der Überraschungskiste. Weil wenn man nämlich am Checkpoint ist, dann fängt die trotzdem schon an, da ihren Countdown da anzustimmen. In den meisten Fällen kann man noch schnell genug sein, da die anderen Kisten mitzunehmen und dann mit kaputt zu machen. Das ist immer ganz gut. Ich freue mich schon darauf, wenn die Zeitreine hier kommen und dann schön den zweiten Level von diesem Typen, wo wir gerade sind, von Arabien. Oh. Oh. Da hatte ich in dem Let's Play solche Probleme. Alter. So. Oh. Schade ist ja nur, dass ich hier in der europäischen Version ein bisschen mit den Masken geizen. Ja, aber nur außerhalb der Zeit-Challenge, ne? Also in der Zeit-Challenge, da schmeißen sie dir regelrecht um die Ohren. Da kommen halt teilweise wirklich so Maskenkisten vor, bei denen man sich denn als Europäer so denkt, hä, die gibt's doch sonst nur in der Zeit-Challenge, warum ist die denn jetzt hier? Aber beschweren tut man sich da eigentlich nicht. Und da rödelt gerade die Waschmaschine in die Hölle. Ich hoffe, das hört man nicht allzu laut. Was hast du gesagt? Solange es nicht wie das eine Mal ist in der Twinsanity-Aufnahme bei Alex mit Eis kaputt. Ja. Herrlich. Das ist ja auch hier gerade so eine Stelle gewesen, da hakt das Spiel normalerweise immer. Ich glaube, das haben sie ja in der Ancient Trilogy haben sie das ja ganz aufgehoben, ne? Dass es da hakt. Also es gab im... Ja, das war damals irgendwie so ein Ladefehler von der CD wahrscheinlich. Das kenne ich ja auch. Ich glaube, das hatte ich tatsächlich auch nur in der europäischen Version. Also... Sowohl halt auf der PlayStation, normal, und auf dem Emulator auch nur in der europäischen, in der NTSC-Version, da macht er es nicht. Wisst ihr das eigentlich? Man sieht hinten den gelben Edelstein, denkt so, geil, den will ich haben, und dann denkt man sich so, scheiße, da komme ich ja gar nicht ran. Theoretisch kann man den sogar holen, dafür braucht man aber die Tornado-Drehung. Und dann kann man sich da irgendwie hinten hinglitschen, dann fliegt er runter und sammelt aber dabei noch den Edelstein. Deswegen, da braucht man theoretisch nicht die Zähne. Ich stand gerade in Aladdin drin. Arabische Nächte wie die Tage vorher. Ja. Ist auch schön. Ich stand mal in Aladdin drin. Ich fahr drin. So. Boah. Hat er nie gesagt. Ja, das ist jetzt offiziell ein USK 18 Let's Play.
Dabei hat das Spiel keine Altersfreigabe. Genau, das Spiel ist ab 18. Richtig, alles klar. Nein, das Spiel ist ohne Alter. Ja, sieht man ja auch. Also ab da, wo die Bazooka zum Einsatz kommt, da wird Blut fließen. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ja. Aber so. Deswegen sieht man dann auch immer im Endkampf gegen Cortex. Der ist dann irgendwie das letzte Mal in die Schlucht schon komplett verblutet und eigentlich, hat Beulen und Blaufläche. Wusstest du eigentlich, dass es tatsächlich auch Creepypastas gibt? Ich habe, glaube ich, einmal eine gesehen. Aber die war halt genauso schlecht wie jeder andere Creepypasta auch. Ich bin gerade so ein bisschen hinter denen hergefahren, weil ich gerne die Kiste haben wollte. Ich hätte ihn natürlich sonst vorher schon geholt, ist ja ganz klar. Ja. Meine Crash 13 ist ja leider kaputt. Dank meinem Nachbarn. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Macht ja inzwischen nicht mehr der Alte, sondern jetzt der Junge. Juhu! Oh! Was? Das passiert, wenn man zu dicht an diesem Trennpunkt ist zwischen den beiden Rampen. Aber wir haben es geschafft. Kristall und Edelstein. Und bisher ist die Aufnahme fast 2 GB. Wahnsinn. Und wir haben jetzt schon den zweiten Warpool zur Hälfte geschafft. Jetzt kommt das erste Ägypten-Level. Tut jetzt wird schön. Hallo Leute, Dingo Dile mein Name. Ich soll Uka Uka und Cortex, die Kristalle der Eiszeiten, bringen. Also, her damit und verzieht euch, oder ich mach euch alle. Wo ich gerade Dingos Fresse sehe, fällt mir gerade was ein. Nämlich der Synchronsprecher, der den neuen Dingo Dile in der Ancient Trilogy gesprochen hat. Oder war das Entropy? Ne, ich glaube, das war Entropy. Einer von denen war auf jeden Fall ein Synchronsprecher, den ich auch aus Gothic kannte. Aus dem Gothic-Let's Play vom Laszlo. Also ich könnte mir auf jeden Fall den Synchronsprecher von Entropy aus der Insane Trilogy als Sprecher in so einem Spiel vorstellen, ja. Ich glaube, der war das auch. Der hörte sich auf jeden Fall so... Ja, auch schon so ein bisschen älter und auch weiser an, so ein bisschen. Also ich glaube, der wurde dann auch eingesetzt bei den Magiern hauptsächlich. Weil die haben ja sowas Altes, Weises. Ich musste gerade bei der Cutscene von Dingo da so ein bisschen an die englische Version denken, wo er sich damit verabschieden mit Alright, yo. Ihr habt jetzt gerade was gesehen, denn ich habe mir tatsächlich die Bonusrunde gespart. Warum habe ich das getan? Ganz einfach, weil wir hier die Edelsteine noch nicht holen können. Denn wir brauchen dafür... Nämlich noch gar keine. Wir brauchen dafür nämlich den lilanen Edelstein. Den gibt es erst im nächsten Warproom. Den wir aber auch definitiv noch sehen werden. Und den Flammtypen gibt es nicht in der NTSC-Version. An dieser Stelle. Das war knapp. Ja, ich spiel gefährlich. Glaub mir, es wird noch gefährlicher, wenn die Reliktrennen kommen. Dann werde ich auch bis... Vor allem mit deinem Tempo. Dann werde ich auch schweigsamer sein. Also dann werde ich eher meine Gäste zu Bord kommen lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Rick gar nicht zu Bord kommt, aber der... ich kann jetzt hier noch ein bisschen mehr reden als in der Relikt-Challenge, weil, wie gesagt, da ist einfach mehr Konzentration erforderlich. Da fällt mir gerade eine Sache ein. Musstest du eigentlich schon mal Parts nachkommentieren? Oh ja. Vor allem bei Galactic Civilizations und ich glaube auch einmal bei Mafia. Das lag vor allem dann auch daran. Ne, Mafia gar nicht. Aber ich musste tatsächlich des Öfteren nachkommentieren. Interessanterweise auch dann, wenn ich zum Beispiel meine Lampe eingeschaltet habe. Also ich darf jetzt in dieser Nahaufnahme tatsächlich nicht die Lampe einschalten. Denn wenn ich das mache, denkt mein PC, ich würde das Mikro rausnehmen. Ja, das, okay. Das ist ein bisschen verwirrend. Die gute alte Elektrotechnik, ja. Immer zuverlässig. Ja, machst die Lampe an, Mikro geht aus. Toll. Ja, das kann dann irgendwie sein, dass da Frequenzen durcheinander kommen und dann wirft der PC jetzt einfach raus. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh mein Gott, das kann ich mir denken. So, der Midnight Run, der Mitternachtslauf. Ne? Ohne Cutscene. Ich dachte jetzt, es stürzt ab. Nee, zu glücklich. Dafür mit Katze? Mit einem Tiger, ja. Pura. Der in der japanischen Version einfach nur macht, wenn man auf ihn springt.
Das hat sich von mir jetzt nicht so überzeugend angehört, denn mein Hals ist leicht angekratzt. Hört man auch vielleicht bei Leuten, die mich kennen, hört man es vielleicht auch an der Stimme. Das wurde zu viel geraucht. Leute, ein bisschen, ey. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich war ein paar Mal so unterwegs und am Donnerstag war es, glaube ich, da habe ich 40 Minuten an einem Bahnhof gestanden, um auf eine Person zu warten, die nicht gekommen ist, denn letztendlich, ja, ich habe mich mega gefreut. Ich freut man sich immer riesig, wenn Leute sich an Verabredungen halten. Das kenne ich auch. Ja, ne. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute denn nicht können, da kann immer was dazwischen kommen, aber denn nicht Bescheid zu sagen, ist immer ein bisschen schwierig. Vor allem dann noch so eine Ausrede, so da wie, wird man ja, auch ich hatte mal keinen Bock oder so. Das ist doch die Krönung ja. des Ganzen. Sowas hatte ich auch schon ungefähr. Deswegen, also das kenne ich. War mal ganz so. Vor allen Dingen, wenn man denn schon an der vereinbarten Stelle steht und dann eine Sprachmemo kommt, so, ja, nee, hab doch keinen Bock. Ja. Und sich dann auch nur denkt, so, Dankeschön, finde ich überaus freundlich. Ist ja auch überhaupt nicht verletzend oder so. Nein. Gar nicht. Gar kein Fall. Nee.